Das war Liebe auf den ersten Blick. Ja, dann gucken wir uns doch das Thema Leinenführung noch mal an. Ja, Schätzchen, alles ist gut. Wir können nicht die ganze Welt retten, das ist ganz klar. Aber die Welt eines Hundes. Ich komme jeden Morgen, Pfingsten, Ostern, Weihnachten, Geburtstag. Schläfchen machen. Nein. Schön in der Ruhe bleiben, Regina. Das hat er jetzt noch nie gemacht. It's magic. It's Hundetraining. Wir nehmen ein Tier aus dem Tierheim, weil die Hunde haben immer eine Chance verdient. Das ist Kalle. Der Chihuahua-Terrier-Mischling ist 4 Monate alt. Das ist ein Mäuschen. Guck mal hier, ist ein Mäuschen. Axel und Regina Neundorf haben den kleinen Rüden aus dem Tierheim Burg adoptiert. Und das geht 24 Stunden. Immer im Betrieb, der Hund. Der kleine Welpe will einfach nicht schlafen. Und so wirbelt er seit 2 Wochen ruhelos durch das Leben seiner Menschen. Wir hatten ja 14 Tage auf Probe. Ja? Und nach einer Woche haben wir eigentlich schon gesagt, habe ich angerufen und habe gesagt, also wir können Papiere fertig machen, wir behalten ihn. Die haben eine schöne Internetseite, wo man sich alle Hunde, die vermittelbar sind, angucken kann. Und dann suchst du dir 2, 3 Hunde aus. Und dann zeigen sie dir die, wenn du dorthin fährst. Im Tierheim Burg leben rund 70 Hunde, 80 Katzen, Kaninchen und Großtiere wie Ponys, Schafe, Ziegen und Schweine. Viele wurden aus schlechter Haltung gerettet oder von ihren Besitzern abgegeben, weil sie sich nicht mehr kümmern konnten oder wollten. Jetzt werden sie hier von 13 Mitarbeitern und vielen ehrenamtlichen Helfern versorgt. Tierschützer sind schon speziell. Na, wir ticken halt einfach ein bisschen anders so als der Rest, haben wir manchmal das Gefühl. Weil bei uns dreht sich natürlich 365 Tage im Jahr alles irgendwo um unsere Schützlinge. Wir sind dann dorthin gekommen in das Tierheim und haben gesagt, uns interessieren die Welpen. Und dann haben sie uns die Welpen gezeigt und aus dem Wurf haben wir uns dann für Kalle entschieden. Das war Liebe auf den ersten Blick. 4 Wochen vorher. Kalle und seine Geschwister hatten keinen guten Start ins Leben. Ende Juli diesen Jahres wurden wir also gerufen zu einer Halterin, die nicht nur Hunde hatte. 17 Hunde, 90 Kaninchen, 50 Meerschweinchen, 80 Vögel. 7 Katzen, einen Wels und einen Hahn. Es war schon einer, sage ich mal, unserer härtesten Fälle, muss ich einfach sagen, weil diese Masse an Tieren im Leid vorzufinden, war natürlich schwer für uns. Das Einzige, was uns dann immer so durch solche Tage bringt, ist, die leben, die dürfen wir mitnehmen und denen dürfen wir das jetzt dann Step by Step schön machen. Auch Kalle und seine Geschwister stammen aus dieser Sicherstellung. 2 der Welpen sind krank. Wir leiden immer mit. Also jeder, der hier bei uns arbeitet im Team, hat ein ganz großes Herz, sonst wäre er nicht mehr hier. Aber man ist nicht jeden Tag gleich. Es gibt auch Tage, wo man einfach sich nur in die Ecke setzen könnte und heulen könnte. Man muss sich eigentlich an den Haaren selber immer wieder rausziehen. Es ist immer sehr emotional und ich habe festgestellt, es wird auch nie besser. Das Fell wird eher immer dünner. Die beiden kranken Welpen brauchen regelmäßig Medikamente. Karin Siska aus Magdeburg ist seit 11 Jahren Hundetrainerin.
Ja, dann gucken wir uns doch das Thema Leinführung nochmal an. Auch Karin gehört zum Team Tierheim. In Kursen hilft sie Tierschutzhunden und ihren Menschen zusammenzuwachsen. Hunde sind für mich total faszinierende Lebewesen, weil die in ähnlich komplexen sozialen Strukturen leben wie wir auch. Wir sind uns da ähnlicher, als das viele manchmal auch glauben möchten. Ich lerne fast jedes Mal was Neues, wenn ich mit Hunden arbeite. Ich gehe da sehr offen rein und gucke mir immer an, wer steht mir da gegenüber, sowohl vom Menschen als auch vom Hund. Katharina und Liam trainieren seit 2 Jahren mit ihrem rumänischen Mischling bei Karin. Dave stammt aus dem Tierschutz. In meiner täglichen Arbeit mit Menschen und Hunden begegnen mir oft Probleme, die daraus resultieren, dass Menschen mit Erwartungen kommen, die die Hunde überhaupt nicht erfüllen können. Naja, ich komme nach Hause und der freut sich und dann spielen wir ein bisschen. Wir liegen zusammen im Bett oder auf dem Sofa und fahren zusammen in den Urlaub und der kann da so frei rumlaufen. Das kann nicht mit Dave. Also Dave läuft an der Leine. Ja, und hat so einen 1,5 Meter Radius und dann ist auch Freilaufen auch schon zu Ende, ne? Und Dave kann nicht zu Hause alleine bleiben. Das heißt, es ist immer für jemand von uns zu Hause oder irgendjemand betreut ihn, der ist nie alleine. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Hat denn der Dave verstanden, dass die Leinenführung nicht nur ein eintrainiertes Beifußlaufen ist, sondern hat er verstanden, dass die Leinenführung die kurze Leine heißt? Nein. Ja, warte, wir gehen mal gemeinsam. Dave ist Katharinas erster Hund. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht, wie viel Arbeit eigentlich ein Hund macht und dass ja auch ein Hund aus dem Tierschutz vielleicht auch Probleme machen könnte. Das war in meiner Welt, gab es das nicht. Die beiden Sorgenkinder stehen unter ständiger Beobachtung. Also wir haben jetzt ins Büro gepackt, weil er ja Probleme hat in der Koordination. Keiner noch so richtig weiß, was er hat. Und in dieser Situation sollte man Tiere natürlich immer, wenn möglich, überwachen. Solche Sorgenkinder gehen dann eben ins Büro. Und da ich immer so super Pflege habe, nimmt Doreen die also heute Abend auch mit nach Hause. Er hat sie schon 2 Nächte zu Hause gehabt. Das muss man wirklich als Berufung sehen, weil das ist halt kein normaler Bürojob, wo man sagt, okay, ich habe 16 Uhr Feierabend, ich kann die Arbeit, die ich noch habe, morgen weitermachen. Das funktioniert nicht, wenn man mit Lebewesen arbeitet. Genau. Unsere eigenen Tiere, Kinder, die wachsen damit auf. Die kennen das halt nicht anders. Die wissen, dass wir ein bisschen anders eingebunden sind als vielleicht andere. Akzeptieren das auch. Mhm. Und das ist natürlich dann von familiärer Seite auch ein großer Rückenhalt. Weil die müssen ja mal einiges mitmachen. Viele der Pfleger haben über die Jahre auch Tiere aus dem Heim adoptiert. Es ist wirklich eine Gratwanderung, um nicht zum Tiersammler zu werden. Also das ist ganz, ganz schwer, wenn man hier sitzt und denkt, so, was hat der jetzt für Chancen? Fast keine. Nimmst du ihn auch noch mit? Aber ja, es ist halt der Tierpfleger, ne? Der hat immer so ein bisschen eine kleine Macke, sage ich mal. In Thale bei Familie Neuendorf. Axel und Regina gehören auch zum Team Tierheim, denn sie haben den kleinen Kalle in Burg adoptiert. Unser letzter Hund, der ist ja nun gerade vor knapp 5 Wochen verstorben, ja, und das war schon schlimm gewesen für uns. Und das ist immer noch nicht. Das heißt nicht, dass wir jetzt, wenn wir einen neuen Hund haben, den alten Hund vergessen oder so. Aber es hat uns eben geholfen. Viele sagen auch nie wieder einen Hund, aber wir haben eben schon nach kurzer Zeit festgestellt, ohne Hund ist nicht. Tja, meine Frau hat zu kämpfen gehabt. Klinik in Leipzig. Dann haben sie nur operiert. Dann war alles okay. In der zweiten Woche kriegen wir dann einen Anruf. Sie müssten sich mal langsam auf die Strümpfe machen, dass sie ihr Hund noch mal sehen können.
Er hat eine Lungenentzündung zur Operation gekriegt und hat keine Luft mehr gekriegt. Es war schlimm. Aber es hilft ihm doch ganz schön, ja. Es war schon traurig gewesen, wenn man so von so einem Tier Abschied nehmen muss. Ich hatte immer diese Schuld. Ich habe ihn da in Leipzig in der Tierklinik allein gelassen. Ja. Und da sind ich wiedergekommen. Jetzt bist du da, ja? Ja. Ja. Jeden Tag kommen wir hierher. Jeden Tag. Ich bin ja viel hier draußen. Wenn es nur ein paar Minuten sind, wo man hier so vorm Grab steht. Guck mal hier. Guck mal hier. 20 ehrenamtliche Helfer engagieren sich im Tierheim Burg. Gerburg Ollenhauer kommt seit 16 Jahren jeden Tag. Die 80-Jährige kümmert sich um Teddy. Der sieht zwar harmlos aus, ist aber nicht vermittelbar. Er ist ganz lieb. Hat einen guten Tag, ja. Teddy ist echt so ein Spezi, es ist ein ganz schwieriger Hund, der wirklich ganz schwer zu handeln ist. Und Frau Ollenhauer hat über die Jahre im Prinzip Vertrauen aufgebaut. Sie ist die Einzige, die ganz viel mit ihm machen darf. Wir dürfen ihn eigentlich nur so ein bisschen versorgen. Also mit solchen Menschen lebt der Tierschutz. Frau Ollenhauer gehört eigentlich ein Stück weit mit zum Inventar und ein bisschen auch mit zum Team. Komm, Teddy, essen, komm. Wir gehen essen, komm. Teddy bekommt jeden Tag selbstgekochtes Futter von der Seniorin. Das Tierheim ist seit 10 Jahren sein Zuhause und wird es auch bleiben. Ich koche jeden Tag. Morgens, ich habe ja zu Hause noch zwei aus dem Tierheim, darum kann ich ihn auch nicht mitnehmen. Ich konnte ihn auch nicht mitnehmen, ich habe einen kleinen Enkel und habe meine Kinder und da hatte ich Angst, er greift dann an, unberechenbar. Und ich bin die Einzige, die mit ihm spazieren gehen kann. Jeden Tag, also Pfingsten, Ostern, Weihnachten, Geburtstag. Ich komme jeden Morgen, nur wenn ich mal krank bin, dann schicke ich das Futter her. Aber das ist seltener. Hoffentlich bleibt es so, dass ich noch ein bisschen bin. Warte. Er kriegt noch ein paar Leckerlis. Seit 2 Jahren fahre ich gar nicht mehr in Urlaub. Gar nicht mehr. Meine Kinder sind ganz traurig. Mein Sohn hat an der Ostsee ein Haus. Ich bin so ein Ostseemensch, so ein Naturmensch. Und er sagt immer, Mutti, ich sage, Kinder, es geht nicht. Ja, ich habe die Tiere. Unser Teddy, auch er ist ein Stück weit bei uns zu Hause. Und durch diesen täglichen Besuch ist ja einfach auch ein recht zufriedener Hund. Weil wenn sie dann gegangen ist, dann ist für ihn die Welt wieder in Ordnung. Und dann wartet er auf den nächsten Tag. Der kleine Kurti ist 7 Monate alt und vor ein paar Tagen aus dem Tierheim ausgezogen. Jana Alsleben und ihre Tochter Isa unterschreiben heute den Adoptionsvertrag. Das ist aber wieder der Dackelblick im TV, ja, ja, oder? Ja, ja. Und wir alle schmelzen dahin. Dackel Cookie lebt schon seit 4 Jahren bei Jana und Isa und muss sich erst an das neue Familienmitglied gewöhnen. Ja, sonst so, wie läuft's? Super. War ja so ein bisschen so zwischen den Hunden, ne? Genau. Also ich sag mal, grundsätzlich läuft das sehr gut. Mhm. Wo noch sicherlich ein Problem ist, ist bei dem Futter neu. Da müssen wir jetzt mal schauen und auch Unterstützung holen. Wir kennen auch in Magdeburg eine Hundetrainerin, weil ich finde, mal so ein Start ins Leben ist wichtig. Und wenn die beiden sollen ja harmonieren und viele Jahre zusammenleben. Und für uns ist es ja neu, dass wir jetzt 2 Hunde genau, haben. Genau, ja. 2 Hund ist immer eine andere Geschichte. Wir nehmen ein Tier aus dem Tierheim, weil die Hunde haben
immer eine Chance verdient. Und das sind immer Hunde, die man gerne vergisst. Und da haben wir uns gedacht, schauen wir jetzt einfach mal. Und dann, ja, dann haben wir Corti gesehen. Und dann haben wir gesagt, das ist auch, das ist unser erster Tierheimhund, ja. Also Cookie ist unser erster Hund. Cookie haben wir kennengelernt, da war er vier Jahre. Und seitdem ist er an unserer Seite. Und ja. Und wir wollten aber nicht, dass Cookie jetzt alleine bleibt. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir suchen ihm jetzt einen Freund. Damit sich alle anfreunden, wird die Hundetrainerin Cookie und Curti besuchen. Komm, Papi. Ab nach Hause. Platz. Platz. Was sind denn so die Hausregeln, die Cookie hat? Yeah. Das sieht ja gut aus. Einmal frei. Ja, schöner Boden. Rechtags. Ja, wenn es halt ums Tier geht, ja.